Heute wieder ein Insert und zwar zu Flashpoint Flammendes Inferno von Folded Space und ob das was taugt oder in Rauch aufgeht, das zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß dabei! Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu einem neuen Accessories-Video. Heute geht's mit Flashpoint ins flammende Inferno. Super, super viel Material. Ich habe ja so gut wie alles von Flashpoint. Und deswegen war für mich früher oder später klar, ich brauche da ein Insert. Und da habe ich mir jetzt das von Folded Space angeschaut. Hier gibt es jetzt keinen Schuber drüber, warum auch immer. Ja, das ist dieses hier, das FSFPO Flashpoint. Was auch immer. Ja, ich habe, wie gesagt, ziemlich viel. Das sieht man daran, dass meine Boxen nicht zugehen. Und ich habe auch eine Erweiterung, die habe ich jetzt hier gar nicht oder fast gar nicht mit rein, weil die Karten nicht reingepasst haben. Und wir schauen jetzt mal hier gemeinsam rein. Hier sind bloß Spielpläne drin, das ist sauschwer. Und hier habe ich das Insert reingepackt. Und ja, jede Menge Anleitungsstuff mit dabei. Und natürlich auch einen Spielplan draufgelegt. Wenigstens einen. So sieht das Ganze aus, wenn es aufgeräumt ist. Ah, wunderbar. Ist es nicht schön, wenn man sieht, dass hier alles seinen Platz hat? Und da haben wir auch hier die ganzen Charakter, die wir spielen können. Ja, Dennis Liebling, der ja, Rettungshund Emma, von uns liebevoll genannt. Und jetzt haben wir hier jede Menge Platz für die ganzen Token, teilweise ein bisschen enger, aber das geht alles und sieht soweit ganz passabel aus. Und wir können jetzt hier wunderbar auspacken und umpacken und ich habe die Standardfiguren tatsächlich rausgeworfen, weil die hätten einfach nicht weiter reingepasst. Ich habe die Erweiterungs- und Promofiguren, wie zum Beispiel den Hund oder die Charaktere aus der weiteren Erweiterungsbox rausgenommen. Was hier schön ist, ihr seht es vielleicht hier, haben wir eine Einkerbung. Das heißt, die Figuren passen hier mit dem Sockel gut rein und halten hier auch gut fest. Das ist wichtig, damit das Ganze sauber abschließt. Jetzt haben wir hier überall Platz für die Bewegungsmarker, für die übrigen Bewegungsmarker, die Fenster, die Leitern, die Würfel, die ganzen Patienten, und da habe ich viel zu viele, durch diverse Add-ons und Kickstarter und so weiter. Und vielleicht stellt ihr jetzt fest, dass ich hier was rausgelassen habe. Hier wäre eigentlich noch so ein Tray drin gewesen. Und ja, statt diese Erweiterungsminis wären hier die Basisminis drin. Und ja, ich habe aber nirgends den Löschschaum aus der einen Erweiterung untergebracht. Und dachte mir dann so, oh, was mache ich da jetzt, was mache ich da jetzt? Und habe dann lange rumüberlegt und rumexperimentiert, was ich machen könnte. Und in diesen Tray für die Feuerwehrmänner ging er nicht rein, der Löschschaum. Aber jetzt seht ihr hier, jetzt kann ich das ja theoretisch hier wunderbar gestapelt einfach mal einbringen. Und dann geht es sogar fast, ja, dass ich hier alles lässig in eine Reihe bekomme. Das zum Thema Löschschaum. Und plötzlich ist Platz in der Box, obwohl es da eigentlich ziemlich voll aussieht. Und ihr seht, da ist tokenmäßig ganz schön was los. Habt ihr quasi nur das Basis-Flashpoint, dann habt ihr gar nicht so viele Token. Ihr seht es jetzt auch hier am Überstand. Das ist quasi flächendeckend. Und ihr würdet hier ein Gameboard drauf bekommen, steht dann ein bisschen über, dann sieht es so aus wie bei mir. Habt ihr jetzt aber zum Beispiel die Erweiterung Extreme Danger, dann habt ihr hier ja einen großen Spielplan, ich glaube zwei kleine Spielpläne plus diesen Spielplan, dann hättet ihr also einen kleinen Spielplan, einen großen Spielplan, einen großen Spielplan, habe ich gesagt, und noch einen kleinen Spielplan. Das wäre das, was standardmäßig drin wäre. Und das passt von der Stärke hier wunderbar mit rein. Ihr könntet sogar noch ein oder zwei Erweiterungen mit reinpacken und ihr würdet immer noch nicht überstehen. In meinem Fall steht es natürlich ordentlich fett über. Nichtsdestotrotz,
geht trotzdem. Und wir machen jetzt den Schütteltest. Das ist der Transport irgendwo hin. Und ja, kopfüber, schütteln. Gut. Und wir schauen hinein, ob das Insert das Ganze überstanden hat. Meine ganzen Zettelchen und Erweiterungen. Und na, das sieht doch ganz gut aus. So sollte das doch aussehen, wenn das mit dem Insert gut funktioniert. Natürlich ein bisschen durchgeschakert, aber nichts hat seinen Platz verlassen. Alles ist an Ort und Stelle. Und genau so wünsche ich mir das bei einem guten Insert. Hier habe ich immer die Möglichkeit, ein bisschen herumzusortieren, wie es mir gerade passt. Ja, und das war es auch schon zu unserer Insert-Vorstellung von Flashpoint. Ja, wer mich kennt, weiß, ich mag Flashpoint und ich habe das Spiel schon sehr, sehr lange im Regal. Das ursprüngliche Spiel, na, Deckel falsch rum drauf, wer hätte es gedacht, ist schon einige Tage alt. Hier hinten steht 2012 drauf. Ich glaube, ich habe es tatsächlich auch schon seit 2013, ja, Ende 13 irgendwann im Regal stehen. Und es gehört einfach zu den Spielen, das thematisch absolut grandios ist. Aber das soll hier ja nicht ausarten in ein Review oder Lobhudelei von Flashpoint. Das Insert ist sein Geld wert, ist recht einfach aufzubauen, wie man es von Folded Space halt kennt. Es ist recht leicht, was natürlich auch sehr dem Transport dieser Erweiterungsbox auch zugutekommt, weil ansonsten schleppt man sich da doch ein bisschen ab mit den ganzen Erweiterungen. Das geht ganz schön ins Gewicht. Ich finde, es macht das, was es machen möchte, ganz gut. Es sortiert mir mein Flashpoint sauber zusammen. Es ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Es ist kein super mega geniales Insert, aber es macht das, was es macht, gut und richtig. Und deswegen von mir einen Daumen nach oben und eine Empfehlung. Auch wenn man da hätte noch das ein oder andere vielleicht noch besser und noch optimierer machen können, um Platz zu sparen und vielleicht noch ein bisschen mehr mit reinzubekommen. Von mir definitiv ein empfehlenswert, wenn ihr Flashpoint habt, wenn ihr es gerne spielt und wenn ihr nicht 100 Tüten aufmachen wollt, weil so habt ihr auch nicht das Problem, dass es irgendwie durch die Gegend kippelt. Das war bei mir vorher so. Nun ist es sauber geschlossen, sauber aufgeräumt, kann ins Regal und zur nächsten Partie wieder ausgepackt werden. Ja, und was haltet ihr von diesem Insert? Ist das was für euch? Habt ihr Flashpoint im Regal? Und wenn ihr mehr Accessories-Videos sehen wollt, dann klickt doch gern hier. Und wenn ihr den neuesten heißen Scheiß sehen wollt, dann hier. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, viel Spaß beim Spielen und einsortieren. Macht's gut und tschüss.